Zum Glück wohne ich da, wo es Goldochsen gibt. Auf ein Bier mit wird präsentiert von Goldochsen, Ulms flüssiges Gold. Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Auf ein Bier mit, heute Abend eine ganz besondere Folge. Und ich will kein Geheimnis draus machen. Eigentlich dachte ich, diese besondere Folge, die feiern wir gemeinsam, treffen uns mit einer ganz großen Gruppe und stoßen an auf die 200. Sendung Auf ein Bier mit, die wir heute Abend tatsächlich feiern. Beziehungsweise ich feiere sie allein, weil eigentlich ist niemand mit dabei. Und trotzdem wollen wir mit Ihnen heute Abend zurückschauen auf 200 spannende Sendungen mit ganz vielen lustigen Momenten, mit emotionalen Momenten. Und ich sage erstmal zum Wohl, schön, dass Sie mit dabei sind. 200 Sendungen auf ein Bier mit. Wir waren unterwegs in unterschiedlichen Biergärten, in Gaststätten, in Restaurants, haben uns überall mit tollen Gästen getroffen. Teilweise waren sie ja mit dabei oder haben sich die Sendungen angesehen. Auf einige Momente wollen wir heute Abend zurückschauen. Wir machen das heute Abend hier direkt bei Goldochsen. Wir sind im Schalander, also im Kantinenbereich und starten mit der ersten Sendung. Das war, ich habe überlegt, 5 Jahre, 6 Jahre Pfeifferdeckele. 7 Jahre ist es mittlerweile her. März 2014, damals waren wir im alten Posthalterhaus in Illertissen mit dabei, Rola El-Halabi. Und das war eins dieser emotionalen Gespräche, denn vielleicht erinnern Sie sich, Rola El-Halabi ist von ihrem Vater angeschossen worden. Und auch darüber haben wir gesprochen. Also jetzt, so nach 3 Jahren, kann ich sagen, sind die Erinnerungen zwar schon noch sehr, sehr intensiv, die sind sehr genau. Ich kann mich an alles ganz genau erinnern, aber ich habe eine gewisse Distanz gewonnen. Also das heißt? Wenn ich jetzt darüber spreche oder wenn ich daran denke, dann breche ich nicht gleich zusammen oder verfalle nicht gleich wieder in Depressionen oder habe schlechte Laune, sondern ich denke daran wie ein schlechter Horrorfilm, den ich mal gesehen habe, wo ich mir denke, oh nee, Themawechsel bitte, wo ich jetzt nicht unbedingt daran denken will. Es ist mittlerweile so, dass ich schon eine Distanz gefunden habe für mich selber, aber die ist dann auch immer nur da, wenn es mir gut geht. Wenn es mir natürlich schlecht geht und ich an den 1. April denke, dann ist das natürlich jetzt die nächste halbe Stunde nicht so sehr angenehm mit der Rola in einem Raum zu sein, weil ich dann ja einfach nur da sitze und meine Gedanken irgendwo anders sind. Das ist dann nicht so angenehm, aber wenn es mir gut geht und es geht mir sehr gut in letzter Zeit, also es gab sehr, sehr selten Momente, wo ich sage, oh Gott, ich könnte wieder in Depression verfallen, dann mache ich mir die Gedanken an den 1. April jetzt auch nicht mehr so zu schaffen. Ich weiß alles ganz genau im Detail, wo, wie, welcher Schuss wann gefallen ist, seine Gestik, seine Mimik, was er gesagt hat, was ich gesagt habe, das weiß ich alles noch, leider. Manchmal wünsche ich mir, ich würde es einfach vergessen, aber das macht mich nicht mehr fertig. Ja, sehr emotionales Gespräch, das mir wirklich auch nach 7 Jahren noch total in Erinnerung geblieben ist, Rola El-Halabi. Ich werde, wenn ich so unterwegs bin in der Region, relativ oft gefragt, welche meine Lieblingssendung war. Und das ist tatsächlich wahr bei 200 Sendungen. Es gibt nicht die eine Lieblingssendung. Aber wir schauen auf ein paar zurück. Mit Gästen aus Politik, Sport, Wirtschaft, Kultur. 2 Sendungen sind mir dabei tatsächlich besonders in Erinnerung geblieben. Das war zum einen ein Gespräch mit dem früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Erwin Teufel war mit dabei bei einer Aufzeichnung in der Oberen Roggenmühle in Geislingen und auch Spitzenpolitiker Theo Weigel, der frühere Bundesfinanzminister, der mit dabei war bei unserer Sendung Auf ein Bier mit im Landhotel Wehntal in Bartholomä. Sie sind viel beschäftigt. Ja, ich halte noch bis zu 5 Vorträgen in der Woche und schreibe auch sehr viel. Aber irgendwo, wenn man gefragt ist, sagt man ungern ab. Wir haben eine Vereinbarung für diese Sendung und ich möchte die gerne auch unseren Zuschauern sagen. Nicht, dass sich die Menschen wundern, die uns heute Abend sehen. Wir werden aktuelles politisches Geschehen der Landesregierung nicht kommentieren. Das war Ihr Wunsch. Ja, das ist meine Meinung. Wenn ein Bürgermeister in den Ruhestand geht, soll er sich nicht mehr in die Gemeindepolitik einmischen. Wenn ein Pfarrer in den Ruhestand geht, soll er sich nicht in die Dinge seines Nachfolgers einmischen. Und das habe ich mir vorgenommen, auch für die Landespolitik. Und ich bin in den letzten Jahren gut dabei gefahren. Aber es ist eine Selbstverpflichtung. Wenn ich den Eindruck habe, das Land geht bergab, nehme ich mir durchaus das Recht heraus, auch etwas öffentlich dazu zu sagen.
2,60 Euro kostet in Bartholomä hier ein 0,5er Bier. Was löst es in Ihnen aus, wenn ich das Wort Euro sage? Ja, dass der Euro unsere Währung ist und dass er sich für Deutschland positiv ausgezahlt hat. Sie haben sich den Namen überlegt. Der heißt Ihretwegen Euro. Ja, weil einen besseren Namen haben wir nicht gefunden. Mark hätte ich gern gehabt, aber außer Dänemark war niemand dafür. Und dann hatte ich mir noch Franken überlegt. Aha. Und dann hat der Ministerpräsident von Spanien gesagt, Theo, das geht nicht, denn dann würde es bei uns Franco heißen. Mhm. Und das wollten die Spanier nicht mehr. Und wie kamen Sie dann auf Euro? Ich habe mir überlegt, mein Gott, was wäre denn in allen Ländern gut aussprechbar und für alle Länder verträglich? Und da ist mir eingefallen, es gibt Eurocard, es gibt Eurocopter, ja, es gab sogar Eurosklerose. Lassen wir das doch weg und nennen es einfach Euro. Dann hat es mit Europa was zu tun. Und das habe ich dann dem Helmut Kohl vorgeschlagen. Der hat gesagt, das wird nicht einfach, weil die Franzosen wollten Écu. Mhm. Das war eine französische Münze im Mittelalter. Für uns nur die Abkürzung von European Currency Unit. Aber ein Kunstbegriff, der natürlich den Deutschen nichts aussagte. Und dann habe ich mir überlegt, Euro vorzuschlagen. Und nach langer Diskussion auf dem Europäischen Rat in Madrid 1995 kam dann die Entscheidung. 200 Sendungen auf meinem Bier, ich kann es immer noch nicht glauben. Insofern wirklich toll, dass wir das heute Abend gemeinsam feiern. Es gab nicht nur die ernsten Gespräche, es gab auch wirklich viel zu lachen. Manchmal habe ich Tränen gelacht in dieser Sendung. Ein Beispiel gab es 2017, da war Sarah Novak zu Gast, heißt heute Sarah Harrison. Und wir waren im Stellwerk in Schelklingen und das war eine der lustigsten Sendungen. Schauen Sie mal. Du hast gerade eben schon einen ganz spannenden Punkt gesagt. Die Leute wollten wissen, wie ist das mit dem Bachelor? Ich bin ja großer Bachelor-Fan. Ich habe alle Staffeln auf DVD. Und können wir so Ironie ein... Okay, ich habe es noch nie gesehen. Aber es geht doch irgendwie um Typen und um viele Frauen, die alle, glaube ich, gleich aussehen. Und dann sucht er sich halt eine aus, ne? Ungefähr, nein. Ist es alles echt? Ja. Kein Drehbuch, nein. Nix? Man muss sich das immer so vorstellen. Meine beste Erklärung ist immer, es ziehen 22 Mädels ein meistens. 22? Ja, genau. Boah, der arme Typ. Und das sind grundsätzlich ja ganz normale Mädels, die aus dem Leben gerissen werden ins Fernsehen. So, ja? Ja. Eine Krankenschwester, eine Büroangestellte, die werden einfach rausgezogen. Also die waren nicht alle schon vorher im Playboy? Nein. Okay. Nein, ich war die Einzige und also die meisten haben auch gar keine Erfahrungen bisher mit Presse und TV gehabt und die werden da alle ziehen alle in das Haus ein. Wenn da jetzt ein Drehbuch geben würde, ja, dann würden natürlich alle Mädels ausziehen dann, wenn sie rausgeschmissen worden sind oder nach dem Bachelor Dreharbeiten und würden anfangen zu sprechen. Boah, ich habe das und das machen müssen, es war alles fake, es war alles gestellt und dann wäre natürlich würde das sich ganz schnell rumsprechen und dann wäre das Projekt Bachelor ganz schnell kaputt. Das ist meine Erklärung nämlich auch. Da sieht man auch einfach, das ist wirklich real. Wir steigen aus dem Auto aus und wir sehen den Bachelor das allererste Mal. Die Reaktionen sind echt, niemand hat irgendwelche Vorschriften, was wir machen müssen. Wenn jemand zickt, wenn jemand rumschreit, wenn jemand Stress sucht, dann sucht er das einfach aus persönlichen Gründen und da hat die Produktion gar nichts zu tun. Die sieht man fast gar nicht. 22 Hühner auf einem Haufen. Ja, aber das fliegen ja, glaube ich, schon 5 raus oder so in der ersten Nacht. Dann sind's mein mathematisches Verständnis sagt, dann sind es immer noch 17. Uiuiuiui. Ja. Da gibt es schon viel Zickenkrieg, oder? Unsere Staffel war ganz harmonisch, finde ich. Das will aber doch keiner im Fernsehen sehen. Ja, aber war halt so. Ja? Warum sollen wir jetzt streiten, damit... ich finde, es ist doch viel schöner, wenn alles harmonisch ist. Finde ich ja, jetzt. Also ich finde es privat auch. Ich glaube, im Fernsehen wollen die Leute, also wer Bachelor guckt, der guckt es doch, weil er sehen will, wie die... Ne? Nee, weil die doch sehen wollen, wie sie sich verlieben. Ach so. Oder? Bringst du jetzt eine ganz neue Facette rein. Hast du dich verliebt in den... Moment mal, wenn du da warst, nachdem... Jetzt fällt es mir ja erst auf. Oh, hast doch angeschaut. Wenn du da warst, nachdem du im Playboy warst... Dann warst du doch da schon mit Dominik zusammen. Da war ich schon Playmate, aber noch nicht Playmate des Jahres. So, ich habe aufgefüllt, wir stoßen an gemeinsam auf die 200. Sendung auf ein Bier mit noch einer anderen sehr lustigen Sendung. Sie kennen diesen Mann eigentlich
zumindest in mehr oder weniger seriös. Sie kennen ihn aus dem Ersten, da ist er zuständig für die Wettervorhersage. Sven Plöger wohnt ja auch in Ulm und kennt die Region ganz gut. Und mit ihm waren wir im Hirsch in Finningen und ich sag mal so, das war auch ein ganz besonderes Highlight. Ich freue mich, dass du da bist. Wir wollen natürlich drüber sprechen. Du darfst direkt mal ein... Schmeckt, ja? Sehr gut. Sehr Freut gut, mich. Sehr gut, sehr gut. Du darfst direkt mal einen Irrglaube ausräumen, nämlich den, dass das Wetter, das du ansagst in der ARD, immer falsch ist. Das ist falsch. Ja, ne? Das ist grundfalsch. Woran liegt das, dass wir immer den Eindruck haben, was der Plöger da sagt? Habt ihr alle den Eindruck? Siehste? Das wird gar nicht bestätigt. Aber unabhängig davon, es ist tatsächlich ein bisschen lustig. Also die Prognose, die Wetterprognose für den Folgetag, die ist, und das ist jetzt gar nicht nur jetzt auf mich persönlich gemünzt, sondern von unserem ganzen Team, etwa richtig mit einem Wert von 90%. Mhm. 90% heißt aber auch, 10% sind ja dann nicht so richtig. So, und was merkt man sich? Wenn du vor die Tür trittst und wirst nass und der Plöger hat am Vorabend gesagt, du bleibst trocken, dann sagst du, ja, das ist ja wieder falsch. Das merkt man sich. Die 90%, die richtig sind, nämlich trockenes Wetter und es ist trocken, ja, da habe ich ja gar keinen Vertrag mit, das interessiert mich gar nicht, das habe ich vergessen. Das heißt, die Fehlprognose ist auffälliger und deswegen sind die Menschen da oft unsicher. Aber das Lustige ist wirklich, wir kriegen Mails und Zuschriften und Kommentare zwischen, ihr macht immer alles richtig und ihr macht immer alles falsch und beides gleichzeitig kann wahrscheinlich auch gar nicht objektiv so richtig sein. 200 Sendungen auf ein Bier mit bedeutet auch 200 Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen, auch aus dem Bereich Film. Wir hatten einen Gast 2019 in Dischingen auf der Burg Katzenstein, der direkt aus Hollywood zu uns kam und für mich ziemlich überraschend noch einen anderen Gast mit dabei hatte. Und der andere Gast war ungefähr so groß und hatte ziemlich genau diese Farbe. Es ist eine ganz besondere Sendung, meine Damen, meine Herren, bitte erheben Sie sich. Wir werden jetzt gemeinsam im Stehen applaudieren für Gerd Netzer. Er ist nämlich Oscar-Preisträger. Herzlich willkommen. Darf ich ihn einmal in die Kamera halten? Aber selbstverständlich. Da ist er. Dazu ist er da. Da ist er. Der Oscar. Der ist ganz schön schwer. Ja, der ist schwer, wenn man dann so einen ganzen Abend durch die Gegend schleppen muss in Hollywood, dann ist es anstrengend. Ich kenne ja nur diese nachgemachten Oscars, die man manchmal, wenn man in Hollywood zum Beispiel Urlaub macht, dann kann man ja überall diese Plastik-Oscars kaufen. Also das wiegt sehr viel mehr, das Teil. Ja, genau zu sein, 3,8 Kilogramm. 3,8 Kilo. Ja. Wow, ich freue mich, wir hatten noch nie, also wir hatten alles schon gefühlt, aber ein Oscar-Preisträger in der Sendung, das ist tatsächlich was ganz Besonderes. Yes. Gibt ja auch nicht so viele in Deutschland. Es gibt auch nicht so viele. Wir wollen natürlich gleich ausführlich darüber reden, wofür du den bekommen hast. Stichwort ist Spezialeffekte. Wollen natürlich auch darüber sprechen, wie du da hingekommen bist. Aber erstmal, wie fühlt sich das an, Oscar-Preisträger zu sein? Wie ist dieser Moment, wenn es heißt, and the Oscar goes to Gerd Netzer? Ja, das ist ein, wie man sieht, totaler Gänsehautmoment nach wie vor. Auch wenn ich mir da Filmausschnitte noch anschaue von der Oscar-Verleihung, kommen mir fast die Tränen. Echt, oder? Ja, es ist ein total emotionaler Moment und immer noch in mir drin. Und es hat auch lange gedauert, bis man mal begreift, was man da überhaupt gewonnen hat. Ja? Man denkt, naja, das ist halt so ein goldener Kalle, ja, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und das ist aber dann, wird man einem doch bewusst, dass es einfach der Oscar ist. Und Oscar ist mit Sicherheit, ich will nicht sagen der bekannteste, aber einer der bekanntesten Preise, der auf der Welt verliehen wird. Wahrscheinlich ja. Sogar der bekannteste. Nein, ich wollte nicht so übertreiben. Ein Oscar in Auf ein Bier mit. Das ist doch auch was Besonderes. So, jetzt machen wir eine kurze Pause. Das heißt, wir füllen nochmal auf. Ich bei mir, Sie bei sich. Dann stoßen wir gleich nochmal an auf die 200. Wir sind gleich zurück. Bleiben Sie bei uns. Auf ein Bier mit. Gleich geht's weiter. Herzlich willkommen zurück auf ein Bier mit. 200 Mal habe ich den Satz schon gesagt. 200 Mal habe ich schon gesagt, herzlich willkommen zurück auf ein Bier mit. Heute Abend die 200. Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Wir schauen auf Highlights aus 200 Sendungen zurück. Ein Highlight hatten wir in Ochsenhausen im Adler. Da war Maximilian Günther mit dabei. Maximilian Günther, mittlerweile Rennfahrer in der Formel E. Damals 2017 haben wir zurückgeschaut auf die Anfänge seiner Karriere. Maximilian war damals gerade
19 Jahre alt. Ja, also wie jeder fängt man eigentlich im Kartsport an. Also egal, ob es Michael Schumacher ist oder Sebastian Vettel, jeder hat so seinen Gehversuch im Kartsport gemacht. So war es bei mir auch. Also ich komme jetzt aus keiner Rennsportfamilie in dem Sinne. Und du warst irgendwann beim Kindergeburtstag und da hieß es, heute gehen wir Kart fahren. Oder wie lief das genau bei dir? Genau. Also, nee, nicht ganz, aber so in etwa. Also ich habe mit meinem Vater zusammen Formel 1 angeschaut, auf dem Sofa zu Hause. Wie alt warst du da? 5 oder 6 Jahre alt. Okay. Und das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt bist du knapp 20, das heißt, das war die Zeit von Michael Schumacher. Genau, okay. Und habe das angeschaut, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich gemeint, ja, sowas möchte ich auch mal machen. Und klar, ich meine, mit der Formel 1 kannst du nicht direkt beginnen, war noch ein bisschen zu jung. Und dann haben wir mit Kartsport eben angefangen. Kartslalom hieß es damals noch, da hat man so Pylonen aufgestellt. Mhm. Ich hatte mit so kleinen Go-Karts dann außenrum. Und ja, das hat mir dann auch direkt sehr, sehr viel Spaß gemacht und bin dann auch ziemlich schnell meine ersten Rennen gefahren, war erfolgreich und dann ging das so seinen Weg. Maximilian Günther, damals 2017, einer der jüngsten Gäste, die wir je in Auf ein Bier mit hatten, mit 19 Jahren. Wir kommen jetzt zum definitiv Ältesten, den wir hier hatten, ist noch gar nicht so lange her, war schon in diesem Jahr, 2021. Werner Zoberbier war zu Gast im Ulmers, also im Orange Campus in Neu-Ulm. Der Mann ist 100 Jahre alt und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich finde, man merkt es ihm überhaupt nicht an. Werner Zoberbier. Wenn Sie, wir sind jetzt im Jahr 2021, Sie haben den Weltkrieg überstanden, Sie haben Corona überstanden, zweimal geimpft. Wenn Sie so nach vorne schauen, was haben Sie alles noch vor in Ihrem Leben? Ja, na, ich genieße das Leben. Also das habe ich eigentlich immer gemacht. Also als ich 59, ich hatte einen Vertrag mit einjähriger Kündigung. Mhm. Und als ich dann kündigte, und ich sah immer wesentlich jünger aus, und als ich dann kündigte, dann sagten sie, ja, wo gehen Sie denn hin, zu welcher Firma? Ich sagte, nein, ich gehe in Rente. Und ich werde dann, wir haben vor, dass wir uns Europa angucken. Das war der Camper, mit dem Sie mit Ihrer Frau zusammen unterwegs waren, ne? So ist es. 120.000 Kilometer. Dann sagte ein Kollege, ja, das hat meine Frau hatte gesagt, du musst dir jetzt einen Camper kaufen. Ja. Und denn sie war noch berufstätig damals. Meine Frau war jünger als ich. Sie war noch berufstätig. Und dann habe ich das dort erzählt und dann sagte der Kollege, der für die allgemeine Verwaltung da zuständig ist, ja, wollen Sie einen haben? Ich stutzte. Dann sagte er, ja, ich hätte ja sagen können, der ist so teuer. Da sagte er, ja, was kostet der denn? Da sagte er, ja, 6.000 Mark. Ein gebrauchter Camper, also so ein VW-Bus, der ein Jahr alt war, für 6.000 Mark. Da konnte ich nicht sagen, das ist zu teuer. Jetzt hatte ich den schon, aber nach einem halben Jahr machte die Firma pleite. Das heißt, da ging die AEG den Bach runter. Mhm. Und jetzt wurde meine Frau auch entlassen. Und dann sind wir beide losgefahren. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich das eigentlich schaffe, wenn ich den ganzen Abend Bier trinke und dann noch Gespräche führen soll. Erzähl mal aus dem Nähkästchen, es ist manchmal auch ein alkoholfreies, das geht. Es gibt aber Sendungen, da habe ich durchaus nicht nur Bier getrunken, sondern auch den ein oder anderen Schnaps. Und es war am Ende eine wilde Fahrt, sagen wir mal, die Sendung mit Julia Siegel. Die war auch zu Gast in Schelklingen im Stellwerk, da haben wir ja vorher schon hingeschaut. Und das war eine der promillereichsten Sendungen, würde ich sagen. Vielleicht auch eine der lustigsten. Julia Siegel zu Gast in Auf ein Bier mit. Ich habe mich gefragt und... Wo ist denn der Jägermeister eigentlich? Nee, also ich bin... Nein. Wer ist hier der Chef? Ich. Aus der Jägermeisternummer bin ich jetzt raus tatsächlich. Ich habe mich gefragt im Vorfeld, wir haben jetzt schon über... Oder ich habe ja eingangs gesagt und dann schließt sich sozusagen der Kreis, was du alles gemacht hast. Ich habe mich tatsächlich gefragt... Was macht dich denn von all den Dingen, die du so machst, was macht dich davon tatsächlich glücklich? Weil man könnte natürlich den Eindruck gewinnen, du machst alles, aber nicht so richtig. Ich mache nicht mehr alles.
Ich habe bis vor 10 Jahren alles gemacht, also Moderation, wie du es gerade machst. Habe für mich festgestellt, es ist gar nichts. Ich mache eigentlich nur Mama, Musik und das war's. Wie ist es für deine Kinder, dass du Musik machst? Meine Kinder sind im Alter, wo sie sehr dankbar sind, weil sie können mitkommen. Sie haben nur ein Problem, weil wir hören zu Hause keine Musik. Wieso ich kann nicht? Weil ich kann nicht Musik hören und mich unterhalten, das geht nicht. Okay. Musik ist definitiv mein Leben, aber eben nicht zu Hause. Und ich spiele ja 3-4 Mal die Woche. Das ist übrigens ernst gemeint hier, Vereinsfeiern, Schützenfest, was auch immer, Hochzeiten. 3-4 Mal die Woche spielst du tatsächlich? Ja. Wow. Jonas Deichmann, auch ein Gast, der mich wahnsinnig beeindruckt hat. Die Sendung hier kann er gerade nicht live sehen, aber hinterher in der Mediathek, denn er umrundet im Moment die Welt. Einmal komplett rum. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, auf dem Boot und schwimmend. Er war zu Gast im Adler in Holzheim und hat da nicht nur mich beeindruckt mit seiner Geschichte. Genau, also ich möchte denn jetzt endlich auch den längsten Triathlon machen. Einmal um die Welt, hat noch keiner so gemacht. Als hätte ich es. Vielen Dank. Schön. Vielen Dank. Du kommst kaum zum Trinken. Ne? Genau, also. Das ist gemein, diese Sendung. Ja, Fahrrad, Triathlon. Genau. Triathlon, 360 Degree, also einmal um die Welt. Und dabei möchte ich eben die 120-fache Ironman-Distanz bewältigen in den 3 Triathlon-Disziplinen. Das heißt, wir reden über 3,8 Kilometer Schwimmen. Genau. Mal 120. Dann 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon mal 120. Warum machst du da so ein Buhai drum? Ist ja nichts Besonderes. So ein bisschen wehmütig bin ich an diesem Abend dann doch, wenn wir zurückschauen auf so viele tolle Sendungen, so viele Highlights. Und dankbar, wehmütig und dankbar. Dankbar an Sie. Danke, dass Sie immer mit dabei sind. Jede Woche auf ein Bier mit. Und dankbar, dass wir mit Goldochsen einen wirklich tollen Partner an unserer Seite haben. Also vielen, vielen Dank für eine tolle Zusammenarbeit. Ich sag mal so, wir konnten heute Abend die 200. zwar zusammen genießen, aber nicht feiern. Wir holen das nach, versprochen, bei der 300. oder bei der 400. oder bei der 500. Da gibt es eine große Sause. Für heute sage ich herzlichen Dank. Wir schauen nochmal auf 199 Gäste zurück, zumindest auf weitere Highlights, passend zur Musik von Max Giesinger. Auch der war ja schon bei uns. Das war 2016 und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund, kommende Woche sehen wir uns wieder. Hier sind die Highlights. Prost und einen schönen Abend. Dankeschön. Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen. Ein Mord daneben, schon zweimal so viel. 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre alleine, hab nach nem Sechser im Lotto gesucht. 7 Nächte die Woche zu wenig gepennt, wie auf ner Achterbahn im Dauerflug. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frag es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Wie war das Zufall, unsere Begegnung? Du warst schon draußen und kamst nochmal zurück. Du sagtest Hi und mir fehlten die Worte. War alles anders mit einem Augenblick. Ich war nie gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber das hier hab sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen, ging gegen null und doch stehen wir jetzt hier. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frag es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Du-d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 u
Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frag es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Du-du-du, oh, du-du-du. Hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Zum Glück wohne ich da, wo es Goldochsen gibt. Auf ein Bier mit wird präsentiert von Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.